In unserer Schwerpunktreihe zum Thema Ressourcen beschäftigen wir uns mit verschiedenen Bereichen des Museums. Auf den ersten Blick ganz unterschiedlich und doch hängt alles zusammen. Mein Name ist Phil und ich möchte diese erste Folge beginnen mit der Frage, wie hat das mit Nachhaltigkeit und Ressourcen eigentlich angefangen? Die Idee der nachhaltigen Ressourcennutzung ist keine besonders neue Erfindung. Bereits erste Vorboten des Zeitalters, in dem der Mensch zum stärksten Faktor wurde, haben uns gezeigt, dass wir in einer endlichen Welt leben. Dieser Laserscan eines Waldstücks von David Quaiola trägt den Titel Remains, also Überbleibsel. Ein bemerkenswerter Titel. Land- und Forstwirtschaft haben dichte Wälder über Jahrhunderte hinweg in Weiden, Felder und Siedlungsgebiete verwandelt. Aber auch die Ursprünge der Nachhaltigkeit liegen Jahrhunderte zurück. Und zwar in der Zeit der aufkommenden industriellen Eisenverarbeitung und Salzgewinnung. Holz war der Energieträger, der viele technologische Entwicklungen im wahrsten Sinne befeuert hat. Mit dem schnell steigenden Verbrauch für die Schmelzöfen und Kessel der Industrie konnte der langsam nachwachsende Rohstoff Holz nicht mithalten. Ganze Regionen wurden so ab dem Mittelalter viel zu schnell entwaldet. Schon im 16. Jahrhundert war die Rede von drohender Holzknappheit und einem damit einhergehenden Energiemangel, also ein potenzielles Drama für die Wirtschaft und auch die Bevölkerung. Diese erste große Ressourcenkrise führte also hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen zu ersten Gesetzen, die unter anderem die Entnahme von Holz aus dem Wald regeln sollten. In diesen Forstgesetzen des 18. Jahrhunderts fand man bereits die Idee der Nachhaltigkeit, basierend auf einem Lehrbuch von Hans Karl von Carlowitz. Auch die nachfolgenden Generationen sollten noch genug Wald übrig haben. Die Überbleibsel dieser Zeit sind in Europa oft die heutigen Nationalparks und Naturschutzgebiete, die früher meist schwer zu erreichen waren mit den Transportmöglichkeiten, die man hatte. Heute sind wir dank Technologie und Globalisierung nicht mehr so stark darauf angewiesen, Rohstoffe nur aus der näheren Umgebung beziehen zu können. Wir haben heute globale Netzwerke gesponnen, die das Aussehen unserer Erde verändern und prägen. Um dabei den Überblick behalten zu können, sehen wir uns beim nächsten Mal diese Sphären unseres Planeten genauer an, bis in den Erdorbit hinaus. Bis zum nächsten Mal.